Du wolltest doch um 3 Uhr nachts diese TikToks machen. Komm weg! Mein Kameramann ist weg! Der hinter diesem Vorhang da ist! Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei WhatsApp TV. Und heute wieder an meiner Seite, diesmal wieder mein Kameramann Comeback TV. Was geht ab, Leute? Aktuell ist es noch hell draußen. Das Wetter ist zwar nicht so toll, aber ist egal. Und heute haben wir uns mal gedacht, heute um 3 Uhr morgens, also das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, aber heute um 3 Uhr morgens zeigen wir euch die 10 gruseligsten Videos auf TikTok. Was haltet ihr davon? Es wird bestimmt spannend werden. Ich hoffe, es passiert nichts. Oder vielleicht hoffe ich es doch, dann wird es ein spannendes Video. Aber Leute, seid gespannt. Wir sehen uns um 3 Uhr. Bis dann. Ciao. What's it? Aufstehen, Mann! Was ist los? What's it? Aufstehen, Mann, Alter! Was ist los? Hey, hör auf! Ey, steh auf, Mann, es ist 3 Uhr nachts, ey! Wo kommt der Minion her? Weiß ich nicht, Mann! Also, du wolltest doch um 3 Uhr nachts diese TikToks machen, dachte ich. Haben wir schon 3 Uhr? Tatsache schon 3 Uhr, Mann! Wotzit, wir haben die Teufelstunde! Du weißt, was das heißt, Wotzit! Ist ja gut! Bist du bereit? Ich bin bereit, du auch? Ich muss dir nichts machen, du schaust dir doch das Ganze an, Wotzit! Setz dich hin! Alles klar? Und dann schau dir einfach mal ins gruselige TikToks an. Mal schauen, ob das wirklich geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich klappt, Wotzit. Aber na gut, setz dich hin. Und dann würde ich sagen, schließ gleich mal die App ein und ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, ich habe jetzt meinen TikTok, habe ich jetzt mal Horror eingegeben. Und da schau jetzt einfach mal diese Top-Videos an hier. Fangen wir mal mit dem allerersten an hier von Nikotech. Unheimliche Gestalt in TikTok-Video. Was kann das sein? Das ist jetzt nichts für schwache Nerven. So, denn als haben wir da? Rubik's Cube zu Safety, was ist denn da unheimlich? Decken seine Zuschauer im Hintergrund etwas. Da tanzt einfach irgendeine Frau. Wenn man es sich anschaut, kann man es schnell übersehen. Hä? Deswegen habe ich es nochmal für euch rangezoomt. Was ist denn da? Da seht ihr, oh mein Gott! Eine Figur, eine Gestalt mit weißen. Da war jemand an der Treppe! Schaut ganz kurz ins Zimmer, als alleine zu Hause. Für einige seiner Zuschauer rund genug für Gänsehaut. Schauen wir, was haben wir hier? Was ist denn das? Schattenspiel oder was? Hä? Was hat das unter Toppen? Okay. Stalker vor seiner Tür. Nicht jedem von uns passieren. Es gibt eine App, die ihr mit eurer Tür Dinge verbinden könnt. Und genau diese App hatte der Mann, um den es heute in der Geschichte geht. Der Mann war für einige Tage verreist und bemerkte auf einmal komische Nachrichten auf seinem Handy. Dabei handelte es sich um von der App seiner Türklingel. Achso, das ist so ein Smart Home. Möglicherweise die ganze Zeit irgendjemand vor seiner Tür steht und klingelt. Die Tür hat einen Besucher entdeckt. Der echte Screenshot davon. Ja, der Mann war ein wenig verwundert. Da steht jetzt ein Geist oder was? Wer ist hier die ganze Zeit vor meiner Tür? Vor allem teilweise auch um 4 Uhr morgens. Was haltet ihr von diesen TikToks? Und auf einmal schaute er sich die Fotos der Überwachungskammer und fand dieses hier. Dieser Mann stand tagelang. Oh mein Gott, was ist das? Klingelt und hat versucht reinzukommen. Nachdem der Mann das Bild und. Der sieht aber echt creepy aus. Schnell zum nächsten hier. Komm her. Hä? Was ist das? Die haben Spinnen auf dem Gesicht, eklig. Gleich weiter. So, was ist hier los? Die drehen da einen Horrorfilm oder was hier? Hä? Was ist da denn jetzt gruselig? Oh mein Gott, die rennt da runter! Also. Das geht Comeback und nicht besser hin hier. Wie mehr nicht?
Hey Leute, aber wo kam Berg? Schau mal bei ihm auf TikTok. Der Kerl hat schon über 26.000 Follower. Ey, folgt dem auf TikTok. Das ist ja der Wahnsinn. Was hat der denn? Oh Mann, das ist Horror. Das ist Horror pur. Dieser Clown hier. Der klopft an meiner Tür. Das ist echter Horror hier. Warum ist der nicht unter dem Top? Ey. Kommt irgendeine komische Lache. Was macht der Clown in Marina Wohnung? Hoffentlich kommt er heute nicht her. Taugt er auch schon wieder? Da kommt irgendeine komische Lache aus meinem Wohnzimmer. Was ist das? Oh mein Gott, da sitzt ein nicht wahr sein, ey. Wer lässt so viel Müll hier rumliegen? Mitten denkt ihr, man kann einen Clown über Wisch bestellen? Das ist echt Wahnsinn hier. Das müsste der Clown sein. Oh mein Gott. Und schon wieder ist der Clown. Denkt ihr, man kann einen Clown über Wisch bestellen? Das war meiner. Oh mein Gott! Das Licht ist aus. Was ist jetzt schon wieder los? Oh mein Gott, was ist da wieder los? Da ist wieder so ein Horror-Clown. Was ist nur los? Was ist passiert? Komm weg! Mein Kameramann ist weg! Hä? Oh mein Gott, wie kann man das ausschalten? Mein Gott! Mein Gott, was war das hier? Oh, dieser Clown! Schon wieder! Wo ist Kamberg überhaupt? Muss man schauen, irgendwo muss er doch sein. Komm weg! Nicht, dass der wieder hinter diesem Vorhang da ist. Leute? Aber ich höre diesmal nichts. Da ist er nicht! Mann, wo ist er? Wo kann das sein? Schreibt's in die Kommentare, Mann! Gott, Leute, ich weiß nicht, wo Comeback ist, aber ich hoffe, dass er jetzt bald wieder auftaucht. Und was sollte dieser Clown da? Am besten ich schaue weiter TikToks hier. Das habe ich euch ja versprochen. Schauen wir mal weiter, was er noch so hat hier auf seinem TikTok, der Herr Comeback hier. Da ist noch ein Clown-Video hier. Oh mein Gott, der war einfach mal bei ihm auf der Straße. Mein Gott, das Licht ist aus. Oh mein Gott, was ist wieder los? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was ist los? Ah, Hilfe! Hilfe, der Clown! Der Clown! Hilfe! Oh mein Gott, Leute, das Licht ist wieder an! Da war doch gerade der Clown! Was war da los? Oh mein Gott! Wieso passiert mir sowas immer? Wie ist der Clown hier? Was will der von mir? Unfassbar! Comeback ist immer noch nicht da. Was haben wir denn noch? Was gibt es denn noch für TikTok hier? Was ist das? Hat an meine Tür geklopft. Um 3 Uhr nachts. Könnte das nur sein? Hey, war das Momo? Da hat's an meine Tür geklopft. Um 3 Uhr nachts. Leute, das war Momo und sein TikTok. Oh mein Gott, das Licht ist schon wieder aus. Was ist jetzt schon wieder los? Oh Gott, da ist irgendwas hinter mir. Gottes Willen. Oh mein Gott, das Licht ist wieder an. Oh Gott, das ist Momo. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott, ist das Licht schon wieder aus hier. Comeback? Azed! Was ist los? Wo warst du? Was ist mit dir los? Licht ist wieder an. Ja! Was ist zum Glück? Los, Azed! Was war los mit dir? Wo warst du? Azed, ich weiß wirklich nicht, wo ich die ganze Zeit war. Was ist passiert?
Was war los gewesen, Watson? Jetzt mal ehrlich. Ja, ich habe mir hier ein paar TikToks von dir angeschaut. Und da war erst ein Clown da und dann hier ein Momo-Clown oder was das war. Und du warst weg? Kann nicht sein, Watson. Ich gehe jetzt auch wieder. Was ist los? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wir wollten noch ein Video jetzt machen. Ja, und dann bin ich einfach mal hier aufgewacht oder was? Ja, wir haben ein Video. Alles gut. Ja, Watson, aber ist echt ganz komisch. Da würde ich sagen, wenn du ein Video hast, dann verabschiede ich dich nochmal. Ja. Ganz komisch. Ich habe jetzt genug TikTok geschaut. Das geht einfach nicht gut. Aber bis dahin hoffe ich, dass euch meine Videos gefallen. Und wenn ja, klickt auf Abonnieren. Glocke aktiv und lasst gern 1000 Likes da. Schaut gern auch bei TikTok von mir vorbei. Und wenn ihr beim nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, Hashtag WotzeTV. Und natürlich wird auch bei diesem Video wieder ein paar Leute gegrüßt. Zum einen einmal hier. Und natürlich nochmal jemand gegrüßt. Ist dann hier. Und selbstverständlich die Nummer 3 heute ist hier. Und Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, euer WotzeTV.